Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sims 4 Full House Challenge. Unser lieber Claudio macht hier noch den Garten. Und dann können wir ihn, glaube ich, mal einsammeln schicken, weil wir jetzt hier noch einrichten müssen, dass hier alle... okay, wir können erstmal Sachen einsammeln. Okay, vielleicht sollten wir es erst gegen Käfer einsprühen und dann einsammeln. Dann sind die Früchte auch schön... Oh, ist das eklig, ey. So, Damien hat Geld mit nach Hause gebracht. Victor, Olivia. Perfekt. So, dann machen wir jetzt mal schnell weiter mit den Wäschekörben. Nimmt ja Ausmaße an hier. Das geht ja mal gar nicht. So. Okay. Ich würde sagen, auf jeden Fall packen wir hier einen Wäschekorb hin. Sofort die Blume. So, bei ihr stellen wir das mal hier hin. Er hat jetzt ja zwei Räume, ne? Okay, ich pack's jetzt auch wirklich in beide Räume. Jetzt aus... ups. Ach, wir können es auch hier vorstellen. Oder hier einfach vors Regal, so. So, und sie hat... Ey, im Flur wird sich ja wohl keiner umziehen, oder? Ja, man weiß nie, ich weiß aber... Wir stellen hoch hier mal einen hin. Und in die Küche. Also, der gehört jetzt hier zwar nicht ganz so hin, aber... Ja. Ja, vielleicht nochmal aufs Klo. Ich packe jetzt überall, wo man Wäsche haben kann, einen Wäschekorb hin. Jetzt habe ich so mega rausgezoomt. So, und hier packe ich gleich mal mehrere hin. So. Ist überhaupt nicht verschwendet? Nein. So, und was ich recht passend finde, wenn wir hier noch eine Wäscheleine hinpacken. Hier würde auch noch eine gut passen. Oder wir packen beide hier hin. So ein bisschen vor die Büsche hier, ne? Das wäre meine Idee. So, und dann haben wir ja Kieselsteine verteilt. Halt, da muss ich hier hin. So. Kieselstein, bitte. Das ist auch sehr geil. Nehmen wir doch mal so einen runden, oder? Ja, hier muss es eckig sein, das geht nicht anders. So. Jetzt muss ich hier nochmal nachkieseln. So, man kann jetzt ja noch irgendwas hier mit hinpacken. Irgendwas, was halt noch so zur Wäsche passt, ne? Verschiedenes. Warte, ich guck noch mal bei der Deko. Doch, der passt ganz nett hier hin.
Warte, einmal hier so einen in die Ecke. Aber das ist okay. Oh. Kehrbesen ist auch cool. Doch, das ist geil. Handtuchhalter. Wirf das Handtuch. Zwar echt sinnlos, aber ich muss es da jetzt unbedingt haben. So, und dann nochmal diesen Eimer. So. Jetzt haben wir hier so ein bisschen Wäschedeko und sowas. Zwar wieder volles Geld verschwendet, aber egal. So, wo ist ein Claudio? Der ist noch im Garten. Okay, das gegen Käfer einsprühen, das wird jetzt etwas dauern. Weil ich glaube, der... Also ich weiß nicht, wenn ein Baum Käfer hat, haben es plötzlich alle. Aber sofort. Nein, die haben keine Übertragungszeit oder so. Die haben das einfach alle sofort. Ah. Geil. An Energy muss ich mir auch noch gönnen. Aber ich überlege, ob ich mir den zu Witcher gönne. Weil ich wollte noch Witcher aufnehmen und Kingdom Hearts wollte ich eigentlich auch noch aufnehmen. Also ich habe so Bock auf alles eigentlich. Das ist halt echt ein Problem. So, und mit der Wäsche müssen wir jetzt mal gucken. Kann man eigentlich Wäsche einsammeln? Verbessern. Was kann man denn so machen? Einweichen? Die Wolframtrommel. Wäschezustandsschublade. Tempomat. Leiselauf. Okay. Man muss das also direkt anwählen. Die arbeitet fleißig. Naja, ich muss schon wieder 100 Mal nachgucken. Wir können die ja auch mal düngen, oder? Brillant. Ausgezeichnet. Okay, das waren die ersten. Was? Umwerfend. Ist ja auch mal geil. So, Phyllis hat auch Geld uns gegönnt. Hier können wir schon mal Wäsche waschen. Das heißt, der aktive Sim, der dran ist, der muss halt auch echt Wäsche waschen. Verdorben. Ja, Sachen passieren, ne? Ah, jetzt können wir... Oh, 5 Stück kann so ein Ding tragen. Düngen mit Drachenfrucht. Weiß nicht, düngen kann sehr praktisch sein, glaube ich. Okay, düngen. So. Das ist voll kannibalistisch eigentlich, oder? Fangen wir mal von unten an. Zwei. Ja, der ist schon wieder schneller, als die Polizei erlaubt. Fuß. Düngen. Dauert nicht 10 Jahre oder so, nein. So. Den ganzen Tag schon wieder im Garten verbracht, aber hey. Wurde kürzlich gedüngt, dann ist ja schön. Das ist gut. Dann darfst du jetzt mal die Toilette verwenden.
Hast du denn schon einen PC in deinem Zimmer? Wir gucken mal nach. Nein, hat er nicht. Dann werden wir ihm das gleich mal kaufen. Ja, er muss mal dringend aufs Klo. Es ist okay. So. Wäsche machen, in Waschmaschine stecken. Oh, geil. Ich wollte gerade sagen, er nimmt das jetzt nicht. Aber das muss ich mir jetzt mal angucken hier. Oh, geil. Okay, Wäsche waschen. Hallo, nein. Kommst du bitte wieder? Wow. Ich geh mal hier hin. Er hat immer noch das Dart-Ding hier, ne? Meine Fresse. Ist noch was da? Natürlich nicht. Ein Gourmet-Menü. Mach mal Pasta Primavera. Um 3 Uhr morgens, aber das ist kein Problem. Du musst ja eher später arbeiten. Feinschmeckerfähigkeit erworben, das ist schön. Jahre später. Victor steht planlos vor dem Kühlschrank. Oh, Scheiße. Jetzt leg das einfach hin. Dann darfst du da zu den Kochkanal schauen. Irgendjemand duscht hier. Claire. Und die Wäsche ist wieder voll. Alles klar. Ey, mit 8 Sims. Huch, ist das auch echt heftig. Was stand da gerade? Barock hören oder so? Barock ist neu, oder? Hallo, willst du nicht Fernsehen gucken, bitte? Mal gut, dass das überhaupt nicht verbuggt ist oder so. Nein. Ey, da kriege ich Aggressionen bei, ne? Ich sag euch das. Ja, weißt du was? Geh einfach schlafen. Geh einfach schlafen. Monster unterm Bett einsprühen. Nicht ganz, aber. So. Nein, uns fehlt ein bisschen Geld. Nein. Er geht schlafen oder kommst du da nicht hin? Nee, er hat unterwegs vergessen, dass er schlafen gehen wollte. Mensch. Ich leg mich auch erstmal eine Stunde aufs Bett, bevor ich richtig schlafen gehe. Entspannen. Hallo? Er macht doppelt schlafen. Alles klar. Gut, ich unterbreche ihn dabei jetzt einfach nicht und fertig. Lilly muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Mensch. Klärenrechner? Nein. Nächstes sind wir bei Lucien dran. Der hat noch so einen alten Rechner. Dann können wir ihm mal einen neuen gönnen. Seine Froschsammlung hier, ey. Aber ich finde schon cool, diese Froschsammlung. Ey, mach einfach mal entspannt. Was mich mal interessiert, ob man ganz, ganz viel Wäsche einfach in die Waschmaschine stopfen kann. Also von jedem quasi. Und dann Wäsche waschen. Das müssen wir mal ausprobieren. Das machen wir gleich mit Lucien.
Oh ja. So muss der heute arbeiten. In 2 Stunden. Ja, du nimmst dir mal einen Tag Urlaub. Könnte auch mal Sport. Wieso können alle Männer eigentlich Sport machen? Und die Frauen, die sehen immer gut aus. Ja, das erkennst du gut. Du darfst ruhig aufräumen, Lucien. Was macht er jetzt? Ach, ich bin ja schon im falschen Sim, ey. Nein, nein. Wäsche machen. Warte mal, Taschen durchsuchen. Mal sehen, ob er was findet. Oh, 24. Okay, wir testen mal. Erstmal in den Keller. Mich verarschen jetzt. Wäsche machen, in Waschmaschine stecken. So, die ist jetzt ja fertig, ne? Zu Trockner hinzufügen. Wäsche trocknen. Okay. Dann in Waschmaschine stecken. Das interessiert mich jetzt, ob wir das da einfach alles reinstopfen können. Hier, da ist ja zweite. Warte mal, warte mal, warte mal. So, jetzt können wir ja hier im Bad mal gucken. In Waschmaschine stecken. Okay, das passt da wirklich alles rein. Das ist interessant. In Waschmaschine stecken. Ist das Premium, Alter? Wäsche ansehen. Unter Druck. Damien ist mit seinem... Oh Gott, ich muss ja mal fleißig arbeiten einstellen. Ist mit seinen neuen Projekten bereits im Rückstand. Soll er darauf bestehen, dass alle länger arbeiten oder seinen Chef überzeugen, dass er mehr Zeit braucht? Um Zeit bitten. Wäsche waschen. Boah, du Typ. Oh. Ausräumen. Oder müssen wir nochmal trocknen, ne, wenn die Wäsche noch feucht ist? Egal. Wäsche waschen. Wäsche waschen. Dann geh hier hin. Was macht sie jetzt? Wäsche waschen. Sie macht das. Oh, geil. Wir haben Sims, die auch Wäsche waschen. Das ist gut. Das ist schon mal gut. So, Toilette verwenden. So, er braucht noch Schreibfähigkeit, aber das kriegen wir hin. Auf jeden Fall darfst du danach nachdenklich duschen. Ach so, wir müssen ja noch einstellen, dass sie alle fleißig arbeiten müssen, ne? Verdammt. So, fleißig arbeiten. Fleißig arbeiten, fleißig arbeiten. Fleißig. Habe ich das bei dem jetzt auch eingestellt? Ja, habe ich. Phyllis. Du. Fisch kaufen. Mit Fischen bevölkern. Öffnen. Diskusfisch ist ja interessant. Was hat er denn hier? Ich verkauf's einfach.
So, und jetzt würde ich nämlich nochmal schnell den neuen PC für ihn kaufen. Und dann auch den Part beenden. So. Ich sage dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.